Wo heute nur noch Asche und Schutt die Erde bedecken, stand vor wenigen Wochen das Studio von Charles Broa Carias. Der berühmte venezolanische Naturforscher führte unzählige Expeditionen an. Durch das Feuer ist nun ein großer Teil seiner Aufzeichnungen zerstört. Sogar Bronze und Aluminium schmolzen durch die hohen Temperaturen. Das Feuer hat, ich würde sagen, 70, 65 Jahre in Informationen verschlungen, die ich auf Reisen gesammelt habe. 250 Expeditionen in die venezolanische Region Guyana. Eine 250.000 Fotos sind weg, Dias und 5.300 Bücher und Bände, einige von ihnen unwiederbringlich. Ausgelöst wurde der Brand durch einen Kurzschluss. Mit Hilfe seiner Familie konnte der 82-Jährige verhindern, dass die Flammen auf sein Wohnhaus übergreifen. Obwohl ein großer Teil seiner Aufzeichnungen zerstört wurde, hält der Forscher an seinem Optimismus fest. Hier habe ich mein Zuhause, meine Hoffnungen. Es ist die Stadt, in der ich geboren wurde. Ich habe die Menschen an meiner Seite, ich bekomme Unterstützung. Unterstützung der Menschen durch ihre Worte, Gesten oder ihre bloße Anteilnahme. Oder durch den Kauf eines Buches. Das tut wirklich sehr gut. Und während er immer wieder durch sein ehemaliges Studio streift, entdeckt er in der Asche manchmal noch das ein oder andere Souvenir seiner Abenteuer.